Der Mann, um den es jetzt geht, hat schon viele Preise bekommen, unter anderem für seine Dokumentation Das Nazidorf, haben Sie vielleicht gesehen. Er moderiert im NDR Fernsehen die Sendung Captain's Dinner sehr erfolgreich, den deutschen Michel. Er engagiert sich unter anderem gegen Rassismus, für Gleichberechtigung. Für seine neueste Dokumentation ist er um die halbe Welt gereist und hat sich mit dem illegalen Handel mit Affen beschäftigt. Michel Abdullahi. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Herzlich willkommen, dass ich jetzt ein paar Fragen stelle. Ja, finde ich gut. Ich liebe deine Fragen, bitte. Durch diese Scheibe durch. Muss ja mal etwas lauter sprechen. Also ich war erst überrascht, dass ich das gesehen habe, weil ich verbinde dich mit vielen Themen, aber nicht unbedingt mit Tieren. Wie bist du dazu gekommen, dich ausgerechnet mit Affen zu beschäftigen? Naja, das sagen mir viele. Wir haben ja keine klassische Tierdoku gemacht. Also ich bin jetzt nicht in Wald und habe dort das Leben der Tiere beobachtet, sondern das, was der Mensch mit denen anstellt. Und das ist investigativ nicht viel anders als die anderen Sachen, die ich bisher gemacht habe. Ja, das stimmt natürlich, weil du hast ja wirklich also unheimliche Machenschaften aufgedeckt. Warum ist denn der Affe eigentlich so ein Trendtier weltweit? Das ist ein richtiges Modetier. Der ist süß. Der ist sehr, sehr süß. Du kannst es einfach tragen. Wir haben über das Elefantenbaby gesprochen, das ist auch sehr, sehr süß. Ist aber problematisch zum Transportieren. Ja. So, du kannst natürlich auch damit ein Foto machen, aber so ein Affenbaby, das ist ganz klein und das ist auch ganz zahm und das macht doch das, was du ihm sagst. Und das sieht einfach schön aus. Und wenn du dann ganz viele Prominente hast, die das weltweit machen und sich immer wieder mit Affen ablichten lassen, das ist ein altes Thema, ne? Michael Jackson war einer der ersten, der mit Bubbles, diesen Schimpansen, durch die Welt gefahren ist. Und als ich das damals gesehen habe, war das mein Traum, auch so einen Affen zu haben. Ich wollte mein Leben lang so einen Affen haben. Ich habe überall Kuscheltiere gehabt mit Affen und habe immer gesagt, warum können wir keinen Affen kaufen? Meine Mutter meinte, das ist halt schwierig, geht nicht. Und das ist bis heute geblieben. Nur jetzt durch Instagram, durch ganz viele andere Plattformen halt noch mehr und noch doller sichtbar. Hat jemand gerade gesagt, wir hatten Affen zu Hause. Ja, aber in Marokko natürlich. In Marokko, ja. Okay. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich ist was anderes. Aber was ich zum Beispiel auch nicht wusste, was mich richtig schockiert hat, dass der an welcher Stelle der Tierhandel kommt, was kriminelle Machenschaften angeht. Ja, an vierter Stelle. Du hast also Menschenhandel, Prostitution, alles, was mit den Menschen zu tun hat. Du hast Waffen, du hast Drogen und dann kommt der illegale Tierhandel. Also das ist keine Kleinigkeit. Wir reden von gigantischen Summen, die hin und her transportiert werden und von unglaublich vielen Tieren. Mhm. Bei uns in Deutschland aktuell sind Reptilien sehr interessant. Also wenn man nach dem Trend fragt, Deutschland ist das Land mit Interesse für Reptilien. Es gibt die große Messe in Hamm, auch sehr schwer drauf zu filmen. Die wollen das auch nicht, dass man das publik macht. Und die Affen, die sind jetzt woanders so. Wir haben uns jetzt an Affen so um und bei satt gesehen. Also andere Tiere. Du musst unbedingt genau erzählen, wie du da recherchiert hast, was du alles herausgefunden hast. Aber wir gucken vielleicht mal kurz rein, weil schon der Trailer zeigt eine Menge. Gerne. Planet ohne Affen, hier schon mal Vorgeschmack. I'm really crossing my fingers to find some, because they're really, really killed on a daily basis. I'm afraid we are watching species go extinct. We are actually seeing the world collapse. Nothing else but a money game. C'est ça la corruption. Wow. These are not right papers for this animal. We must begin to close the bad zoos, otherwise they drag us down. If there is any shooting, stay down. Shooting? Yeah, in case. Boah. Da kriegt man schon eine Gänsehaut, wenn man nur diese Ausschnitte sieht. Also vielleicht mal anfangen. Wer sind die Auftraggeber? Womit geht's los? Wer bestellt? Oh, das können du und ich sein, die wir einen Affen haben möchten. Das kann jemand sein, der viel Geld hat und das Kind sagt, ich möchte gerne ein Äffchen haben. Das kann jemand sein, der auf die Idee kommt, Affenbabys irgendwo zu halten und mit denen Fotos zu machen. Das kann ein Strandbarbesitzer sein, der irgendwo in Thailand, in Phuket, dort irgendwo sitzt und ein paar Bier verkauft und noch ein paar Bilder mit Äffchen. Das kann der Mensch auf der Straße sein, der sagt, ich hol mir mal so einen Affen und mach damit Geld. Also es können ganz, ganz viele, können Zoos sein, die das gerne haben möchten, so Affen, aber die gar nicht artgerecht halten können. Das sind reiche Leute in der ganzen Welt, die sitzen und ihrem Kind, so einem Michel, der so einen Affen haben möchte, sagen, komm, hier hast du jetzt. Es gibt ja Menschen, die haben so exorbitant viel Geld, um dann die Kinder ruhig zu stellen. Statussymbol, Prominente, die das gerne hätten.
Justin Bieber hat sein Äffchen hier in Deutschland gelassen, in München, weil er nicht die Papiere dafür hatte. Also es war ihm egal, dann ist das Tier halt hier geblieben. Und er ist dann weiter und hat sich dann, jetzt hat er Katzen und Hunde und andere Sachen so. Also das ist nicht weit weg, worüber ich rede. Und wie sieht denn der Weg aus? Also wie fängt's an? Irgendeiner muss ja anfangen, den Affen irgendwo herzuholen. Wie ja, relativ das? Einfach. Du musst in den Regenwald gehen, da lebt ja der Affe. Und dann musst du dieses Affenbaby seiner Familie, seiner Sippe wegnehmen. So, und jetzt kann ich das so veranschaulichen, ist, wir haben in dieser Runde ein Baby, ein ganz kleines, süßes Baby. Und jetzt kommt ein böser Mensch rein und möchte dieses Baby machen, mitnehmen. Was würden wir tun? Wir würden uns alle, ich garantiere das, wir würden uns alle davor werfen. Ja, auf jeden Fall. So, egal was passiert, der hat eine Waffe in der Hand. Ich garantiere dir, jeder schmeißt sich vor das Baby. Ja. Da müssen alle sterben, dann sind alle tot. Und dann nimmst du das Baby, weil das Baby kann ja nichts machen. Und das packst du in einen Käfig. Und dann nimmst du dieses Baby zur nächsten Station und gibst es dem, der das weiterverkaufen kann, der weiß, wie man dieses Baby an die Grenze bringt. Und dann steht da wieder jemand, der packt dieses Baby und bringt das außer Land, an den Ort, wo dann der sitzt, der weiß, ich habe für dieses Baby einen Käufer. Das ist das Gleiche wie mit Drogenhandel, mit Waffenhandel, nur dass es halt sich um so ein Lebewesen handelt. Und dieser Affe ist ganz leise, der macht nichts. Auch ein Baby würde nichts machen. Wie kriegen wir ein Baby leise? Heute stellt man ihm ein iPad davor, dann guckt er das darauf. So früher hat man einen Schnuller oder einen Lolli in den Mund gegeben. Dann ist dieses Tier leise. Und wenn es bei dir ist, verhält es sich auch so wie ein Baby. Mhm. Diese Tiere, das sind unsere nächsten Verwandten. Wir reden nicht von, das ist auch Kühe und Ziegen in Ehren, so ohne Frage. Aber die sind mit uns nahezu genetisch identisch. Das sind unsere nächsten Verwandten. Wir waren mal das. Und die verhalten sich auch bis zu einem großen Grad so wie wir. Das heißt, die ganze Familie, wenn so ein Baby gefangen werden soll, dann wird die ganze Familie abgeschlachtet. Ja, weil erst kommt der große Gorilla, der passt drauf auf, der schmeißt sich als erster davor, der wird als erster umgebracht und dann kommen die anderen. Ich hatte im Kongo einen Fall gehabt, jetzt, wo das da gezeigt wurde, wo es auch um das Shooting ging in Case. Da habe ich die Mutter gesehen, die war tot. Wir haben die Affen nicht gefunden dort. Und dann haben wir gesehen, warum wir die Affen nicht gefunden haben, weil sie hatten alle umgebracht. Und dann hast du die Mutter gesehen und auch hast du gesehen, dass die gestillt hat. Das hast du an der Brust erkannt. Und dann wusstest du, okay, eine stillende Mutter, dem das Kind weggenommen wurde. Und ein paar Tage später tauchte das Kind auch irgendwo auf, das Affenbaby, und wurde dann angeboten zum Kauf. So. Wie ist die Preisspanne? Ich meine, von dem, der die Tat begeht, bis zu dem, der irgendwo auf der Welt für sein Kind ein Affenbaby bestellt? Na, so ein bisschen Angebot und Nachfrage natürlich, aber du kannst das Tier dort, wenn es aus dem Urwald gekidnappt wird, der Wilderer, der bekommt dafür, weiß ich nicht, $50, wie das immer so ist. Und wenn das dann irgendwann ein Gorilla-Baby beispielsweise irgendwo in China auftaucht, dann kann das auch schon bis zu $250.000 kosten. Das kann noch weiter nach oben gehen, je nachdem, was du haben möchtest. Wir haben einen Bonobo gefunden, der illegal in Thailand in einem Zoo gehalten wurde. Das ist ein ganz, ganz seltenes Tier. Und wenn du schon alles auf der Welt hast und du sagst, ich hätte gerne aber einen Bonobo, dann kannst du dir vorstellen, bis wo du bereit bist zu zahlen. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die für ein Bonobo-Baby $1 Million zahlen würden. Mit Sicherheit gibt es das. Du hast dich ja auch wirklich in Gefahr begeben. Du hast dich ja als Händler ausgegeben, ne? Als libanesischer Händler. Ja, das war im Kongo, hat man mir dann gesagt, wir haben dann diese Spur gehabt und wussten, da ist irgendwas passiert mit all unseren Verbindungsleuten. Und die haben gesagt, jetzt mal ab von all dem, was ihr macht. Wir können versuchen, ein Tier zu befreien. Wenn wir ein Tier befreien, haben wir ein Tier zumindest befreit. Das muss dann nicht in Gefangenschaft und wird nicht gequält und wird dann nicht irgendwie missbraucht und was alles mit diesen Tieren gemacht wird. Die arbeiten dann in einigen Ländern an der Bar für Fotos oder dann sollen die Zigaretten rauchen und sollen trinken. Und es gibt sogar Fälle von Affenprostitution. Also es gibt auch sedierte Orang-Utan-Weibchen. Also das geht in abartig Karten rein, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und dann haben sie gesagt, würdest du das machen? Wir können dich ausgeben als libanesischen Händler. Hier im Kongo sind die Libanesen aktuell ganz groß. Die kommen hierher und machen Handel. Und wenn du passt dahin, die wissen nicht, die können das jetzt nicht lokalisieren. Dann sagen wir, du bist Libanese, lässt dir den Bart stehen und dann versuchen wir einen Affen zu kaufen. Und dann sind wir in diesen Handel hineingegangen mit den Leuten, die dann die Affen haben. Die hatten ihn noch nicht. Die hatten ihn nicht in der Zeit, wo wir da waren. Die haben uns versucht, dann hinzuhalten, um dann einen Affen zu besorgen oder ihn aus dem Urwald dann in unsere Richtung zu bekommen. Wir wussten, er ist unterwegs. Wir wussten, dass die Mutter aller Voraussicht nach getötet wurde. Wir haben die Mutter auch gefunden, die tote Mutter dann später. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Und als wir den Kongo dann verlassen haben, kam das Angebot. Und dann gab es tatsächlich den Deal und dann wurde der Affe befreit.
Ob das jetzt der war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wurde dann ein Tier befreit. Das, was wir im Film gesehen haben, die dann diese Schilderchen halten dort und dann zum Kauf angeboten werden, die werden natürlich auch regelmäßig befreit, aber relativ bald ist vorbei mit dem Thema, weil wir haben jetzt fast alles ausgerottet. In den letzten Jahrzehnten 40% der weltweiten Population und jetzt geht man aus bis 2050 nochmal 40% der weltweiten Population. Also das Thema wird sich, wenn wir nicht handeln, von selbst lösen, weil es dann keine Affen mehr gibt einfach. Also wirklich, wirklich. Du hast gerade schon erwähnt von diesem Bonobo, den du auf einem Parkhausdach entdeckt hast. Das war ja so eine Art Zoo, da gab es ganz viele Affen in Käfigen und du hast da auch richtig für Ärger gesorgt. Hast du denn was erreichen können mit deiner Aktion da? Naja, das ist das große Problem, was wir halt haben. Wir reden jetzt in dieser Runde drüber und dann ist es wieder vergessen und wir sagen, ach, das ist ganz schlimm und man muss die Tiere ja irgendwie schützen und am Ende gibt es dann irgendwann eine Nachricht, der letzte Schimpanse ist gestorben. Alle sind dann betroffen und dann, naja, es gibt ja noch andere Tiere. So, das ist das, was uns blüht. Und auf diesem Dach hat der Besitzer in einem, das ist ein Kaufhaus gewesen und in dem Kaufhaus ganz oben war dann dieser Zoo, der Pata Zoo in Bangkok. Der ist auch bekannt, man weiß von diesem Zoo. Das ganz Besondere an dem Zoo ist, dort werden alle vier Menschenaffen gehalten. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Der Gorilla, der Schimpanse, der Bonobo und der Orang-Utan. Wenn du dich einmal in die Mitte des Zoos stellst und einmal um dich herum drehst, siehst du alle diese vier Menschenaffen. Und dort war dieser Bonobo drin, der als Schimpanse gelabelt war, aber offensichtlich kein Schimpanse war. Und ich vermute, dass der Besitzer schon sehr genau wusste, was er dort gemacht hat. Und du kannst einen Bonobo nicht legal handeln. Du kannst diese Tiere nicht legal handeln. Das geht in dem Fall, ging das nicht. Mhm. Haben wir nachgefragt und dann stellte sich raus, die wollen mit uns nicht kooperieren. Die wollen uns keine Antworten geben. Ich bin bis zu den Vereinten Nationen nach oben gegangen, um mich dann darüber zu beschweren, die zu konfrontieren. Und selbst die Vereinten Nationen haben mich vor die Tür gesetzt. Wahnsinn. Und gesagt, it's not our business. Das müssen die Länder unter sich klären. Also klär das mit den Ländern. Ich habe die Länder dann geholt. Ich habe den Kongo, wo dieses Tier herkommt. Es kann nur aus dem Kongo kommen. Es lebt ja nur da. Also ja. Wo soll es sonst hergekommen sein? Die Thailänder und habe die dann konfrontiert miteinander. Und du hast am Blick gesehen, dass die beide genau wussten, worum es geht, weil die haben dieses Tier selber gehandelt. Auf einer Konferenz vermutlich, die mal in Bangkok stattgefunden hat. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass das Tier in den Kongo zurückkehrt. Und der andere, ja, ja, ja. Und dann sind sie auseinandergegangen. Und jetzt... Also die einen, das ist so Paragraph hier, Passierschein 38a von Asterix und Obelix. Den habe ich 4 Jahre lang, habe ich mich in diesem Gebäude hin und her gedreht, um am Ende festzustellen, es gibt niemanden, der bereit ist, irgendwas zu tun. Niemanden. Also nicht von oberster Ebene, niemand. Nicht mal die Vereinten Nationen, die ich sehr viele Hoffnungen gesetzt hatte. Die haben mich rausgeworfen. Es ist ja total frustrierend. Aber ich habe gelesen, selbst Jane Goodall hat sich doch eingesetzt. Ne? Ja, die haben wirklich eine Legende ist. Wir haben alles versucht. Ich habe selbst an das britische Königshaus geschrieben, weil auch die sich dafür sehr einsetzen, Prinz Charles und Prinz William. Und wir sind auch denen begegnet. Wir haben mit vielen gesprochen. Wir haben Jane Goodall in diesen Zoo gebracht, damit sie das sieht. Sie war schockiert. Ein Mensch, der so viel schon gesehen hat mit Primaten, war schockiert. Sie meinte, das ist kein Zoo, das ist ein Gefängnis. Das ist der schlimmste Ort. Wir sehen jetzt gerade den Gorilla Bua Noi, die Lotusblüte. Dieser Gorilla lebt seit 30 Jahren in einem kleinen Käfig. Der ist so groß wie ungefähr, wo wir hier sitzen. Hinter Glas auf Beton. Es gibt in Asien keine Gorillas, weil es in Asien ein Bakterium gibt, was Gorillas tötet. Es gibt einen Grund, warum es dort keine Gorillas gibt. Und dann haben die immer wieder Gorillas hingebracht, die sind immer wieder gestorben. Man hat sich gewundert, warum diese Gorillas sterben. Hat man festgestellt, ach so, die vertragen den Boden hier nicht. Also hat man diesen Gorilla Bua Noi auf das Dach eines Hochhauses gepackt, im 7. Stock. Dort Beton drunter gepackt und Glas davor gesetzt. Und dieser Affe geht von A nach B und von B nach A. Und als ich gekommen bin, wollte ich ihn beobachten, oder sie, die Dame, wollte ich beobachten. Und habe durch so ein kleines Loch ganz weit hinten durchgeguckt, so als würde ich jetzt hier so versuchen. Innerhalb von einer Sekunde war sie da und guckte mit durch. Und als sie mit ihrem Auge mich angeguckt hat, habe ich angefangen zu weinen. Ich kann das jetzt immer noch schwer kommunizieren, weil mir das, es ging durch meine Seele durch. Und ich dachte mir, du weißt, dass du hier eingesperrt bist. Seit 30 Jahren weißt du das. Und du siehst seit 30 Jahren auf der anderen Seite diesen komischen Schimpansen und denkst dir, was machen wir hier beide? Das können die, das verstehen die. Die wissen, dass sie existieren. Wenn du in einen Zoo reingehst und dort sitzt ein Orang-Utan auf dem Boden und malt dort irgendwie mit der Hand, wie wir das am Strand machen, wenn wir mit den Kindern dort sitzen und uns langweilen, so ein paar Formen rein und dann macht das wieder weg und guckt dich so an. Und dann malt er wieder irgendwas und macht das wieder weg. Und der andere Affe kommt und springt dich an durch den Käfig, weil er traumatisiert ist. Ein Affe kommt und hält deine Hand,
weil er von Weißen gerettet worden ist und vor Schwarzen Angst hat. Wenn du das mitmachst, wenn du das erlebst, dann denkst du dir, was machen wir überhaupt? Wie können wir das unseren nächsten Verwandten, wie können wir das denen antun? Diesen Gorilla, der depressiv von A nach B geht, immer wieder die gleiche Route und sich bei jedem Gang dessen bewusst ist, was dort passiert. Wenn sie nicht schon völlig ballerballer geworden ist in ihrem Kopf. Wird ganz schrecklich. Und weißt du, was die dann bekommen? Antidepressiva. Unsere. Damit die sich wieder ein bisschen beruhigen. Fast das macht der Mensch mit seinen nächsten Verwandten. Und was er dann mit den anderen allen Tieren macht und was er mit den Menschen noch macht, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber dich hat das verändert, oder? Diese Arbeit an diesem Tier. Ja, mich hat das sehr verändert, weil ich hatte auch diesen Traum, diesen Affen zu haben. Und es ist für mich jetzt ein absoluter Albtraum, als ich gesehen habe, wie in Thailand ein Schimpanse, in Thailand leben keine Schimpansen, die kommen aus einem anderen Kontinent, dieses Baby angezogen worden war, geweckt worden ist. Es sieht aus wie unsere Babys und wurde geweckt und dann wurde es einem Thai-Mädchen auf den Schoß gelegt und die haben dann ein Foto gemacht, haben dann dafür $5 kassiert und dann ging es weiter. Und du wusstest, die sind alle traumatisiert jetzt, alles, was dort passiert. Und die Leute vor Ort wissen nicht, was passiert. Also der Vorwurf darf nicht an die Leute vor Ort sein, sondern der Vorwurf muss auch an uns hier sein, weil das ist kein thailändisches Problem. Wir haben das genau das Gleiche hier bei uns auch gemacht. Du konntest nach Baden-Württemberg in den Schwabenpark fahren und konntest dort auch mit diesen Affen das Gleiche machen. Das ist kein Problem von irgendwelchen Völkern, die irgendwo leben. Aber es ist auch ein Problem von denen jetzt, weil sie werden industrialisiert und die Nachfrage ist jetzt gigantisch groß. Michelle, ich glaube, also ich brauche eigentlich gar nicht mehr Werbung zu machen, dass man sich unbedingt diesen Film, diese Dokumentation angucken sollte. Die läuft am Montag um 20.15 Uhr in der ARD. Erlebnis Erde, Planet ohne Affen. Danke. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Das ging tief rein.